Dick Henningsen ist jemand, der ganz viel reist mit dem Elektroauto. Wenn er Elektroauto fährt, dann gerne weit. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf seinen Bericht. Ich sage gleich dazu, Dirk, ich werde es mir jetzt zumindest den Anfang nicht anschauen können. Ich habe es ja vorhin gesagt, Asyl und so weiter. Es gibt ja auch das Fest der Kulturen, das ich euch sehr ans Herz lege. Das ist ein bisschen abseits immer, was ich ein bisschen schade finde. Ja, das kommt gleich. Und da habe ich die letzten Jahre immer auf der Bühne gestanden und das moderiert. Das mache ich dieses Jahr nicht, sondern einer der Flüchtlinge, die ich auch damals empfangen habe, die ich damals empfangen hatte, der damals kein Wort Deutsch. Die kein Wort Deutsch konnten. Das bist nicht du. Das bin das ich. Gut. Eine der Flüchtlinge, die gar kein Wort Deutsch gesprochen haben, als ich sie vor 3 oder 4 Jahren empfangen habe und damals in so einem Flüchtlingsheim gesteckt habe, mit reingesteckt habe, spricht jetzt so gut Deutsch, dass er die ganze Sache jetzt heute moderieren wird. Und ich werde jetzt nach kurz rübergehen und ihn kurz begrüßen. Deswegen kann ich nicht da sein, aber ich komme dann wieder. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls, ich nehme dir die ganze Zeit weg. Ja? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, aber ich habe ihm gerade gesagt, du hast 10 Minuten länger als auf dem Plan. Also rede ich noch ein bisschen? Nein, das ist natürlich nicht Zeit. Dirk Henningsen ist extra aus Norddeutschland angereist, also auch ein sehr weiter Weg. Wie viele Kilometer sind das hierher ungefähr? Ja, ich bin über Holland gefahren, insofern war es noch weiter. Mein Nachbar sitzt neben mir, also wir müssen das heute Abend noch mal. 810. Also extra nach Norden gekommen. Und Dirk war einer derjenigen, die sehr, sehr früh entschieden haben, herzukommen, bevor es überhaupt aussah, dass es so riesig wird. Dafür auch herzlichen Dankeschön für dein Dasein und ja, viel Spaß euch allen. Dankeschön. Ja, als Jerome gesagt hat, hier ist Teppich im Raum, habe ich natürlich gesagt, ich komme sofort vorbei. Soll ich das Fenster vielleicht aufmachen? Ich glaube, es wird ziemlich warm, ne? Dann, oder Manfred, genau. Das ist, glaube ich, besser denn. Ich habe gesagt, ich komme auch, wenn nur einer hier ist. Hauptsache einer ist da, der dann meine Kamera bedienen kann, denn die geht nach einer halben Stunde aus. Das ist eine Zollgeschichte. Aber das ist heute nicht das Thema. Doch wobei, es geht ums Reisen. Ich habe wirklich ein sehr. Ach so, naja, man hört mich sowieso nur über meine Stimme. Soll ich ein bisschen lauter reden? Das ist nur für mich hier der Ton. Also hier im Raum gibt es sozusagen nur mich. Ist es okay von der Lautstärke? Ja? Okay. Ich finde es recht leise. Recht leise. Okay, dann werde ich ein bisschen lauter reden und in die Mitte gehen. Ich denke, so passt das, ne? Okay, in Ordnung. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei meinen Fahrten. Jerome hat das ja schon kurz angeschnitten. Ich habe ein sehr ungewöhnliches Fahrprofil. Das heißt, ich bewege das Auto vielleicht 5-10 Mal im Monat, aber dann fahre ich immer sehr weit. Meist fahre ich 1000 Kilometer, dann häufig fahre ich immer zum Seminar oder Geschäftstermin. Und ich fahre halt auch gerne Auto. Und insofern sind wir eben halt viele mit dem Elektroauto unterwegs. Aber ich hatte natürlich vorher auch ein ganz normales Auto. Das war zum Beispiel eines unserer letzten Reiseziele, die Fahrt zum Nordkap. Mit welchem Auto, das verrate ich euch gleich. Und ich bin 2000 zum Beispiel mit dem Smart Fortwo beim Nordkap gewesen und habe geplant für 2017, da will ich wieder mal hin. Hier ist zum Beispiel mein Smart Fortwo. Noch mit Auspuff. Damals, als wir das geplant haben, hatte ich einen Seat Alhambra und dachte, ja, viel Platz, kein Problem, Frau, Hund, Zelt, können wir ja problemlos fahren. Und dann kam dieser blöde Dieselskandal. Da ich ja, wie gesagt, viel fahre und auch viel in den Städten unterwegs bin, habe ich dann das Problem gehabt, dass ich da nicht mehr hinfahren kann oder fahren könnte. Und insofern kam dann die Idee auf, was machst du alternativ? Dann habe ich mich erstmal erkundigt, kann ich den vielleicht zum Elektroauto umbauen? Bei 60.000 Euro Umbaukosten und einer vagen Schätzung, es könnte auch noch mehr werden, bin ich dann ausgestiegen, denn das war mir einfach zu viel Geld und für mein Fahrprofil war das auch nicht geeignet. Ja, wie gesagt, Fahrverbote, was sollte ich tun? Dann habe ich mich entschieden, den Tesla zu kaufen und das Model S zu kaufen und den Seat Alhambra zu verkaufen. Da hatten wir also den i3 uns erstmal gekauft, weil
meine Frau gerne auch ein Auto haben wollte und wir dann gesagt haben, okay, wenn das jetzt nichts werden sollte mit einem Ersatz für den Seat Alhambra, können wir zumindest schon mal im engeren Umfeld fahren. Und dann hatten wir das Problem, dass das mit dem Tesla nicht funktioniert hat. Dann saßen wir plötzlich mit dem i3 da und wollten zum Nordkap fahren. Und dann dachte ich erst das mal so, Mist, wie ist das mit der Reichweite? Kriege ich das überhaupt hin, so viele Kilometer zu fahren? Und da haben wir die Tour komplett mit dem i3 geplant. Also wir haben uns richtig viel Mühe gemacht. Und dann kam aber trotzdem einen Tag, bevor wir losgefahren sind, das Model S. So, das stand dann erstmal 3 Wochen rum. Und wir sind dann mit dem i3 gefahren, weil ich gesagt habe, jetzt plane ich nicht schon wieder alles um. Und mit dem i3 ist es auch viel spannender. Denn es gab eine Strecke hier oben, zwischen Le Pijärvi und Alta, das waren 169 Kilometer über das menschenleere Hochland von Lappland mit wenig Steckdosen. Und diese Etappe hat uns richtig Angst gemacht, weil wir nicht wussten, schaffen wir es oder nicht, denn in der Praxis, der i3 schafft so seine 200 Kilometer. Aber als wir dann da gestartet sind, hatten wir 0 Grad, es regnete, starker Gegenwind. Und Le Pijärvi, wie müsst ihr euch so vorstellen, wie so ein amerikanischer Saloon. Ne? Wir kommen rein, Flügeltür geht auf, die ganzen Trapper drehen sich um. Was sind das denn für Leute? Und dann saßen wir ja da nun 2,5 Stunden, damit das Auto vollgeladen ist und haben die Leute ein bisschen kennengelernt. Also wir waren ganz nett. Und dann habe ich das Auto gestartet, Restreichweite 140. Dachte ich so, oh, 169, 140. Und es ging ungefähr 150 Kilometer bergauf und dann die letzten runter. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Und dann gibt es aber so einen wunderbaren Schalter, nämlich Eco Pro. Na, dann kann man so die Heizung ein bisschen reduzieren. Dann waren wir irgendwie bei knapp 160. Da dachte ich, ist auch nochmal noch ein bisschen knapp. Dann war Eco Pro Plus, das Heizung aus. Wie gesagt, 0 Grad, Regen, Gegenwind. Na gut, dachte ich, wir ziehen das durch. Und dann habe ich meine Frau ans Steuer gesetzt. Ne? Die hat einen sanfteren Gasfuß als ich. Und dann sind wir da mit 70 die ganze Zeit übers Hochland gejuckelt und kamen dann mit 50 Kilometer Rest in Alter an. So war das. Aber das ist nur am Rande. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel von der Reise erzählen, aber das ist das Auto. Es passt also alles rein. Wir hatten Hundezwinger mit, wir hatten Zelt mit. Das ist alles kein Thema, denn das Gute beim i3 ist, der lässt sich sehr flach klappen. Also das heißt, man hat einen großen Laderaum und der ist gut packbar. Das ist immer wichtig, denn viele, die dann so eine angeblich ebene Ladefläche haben, kennt ihr vielleicht von der Rücksitzbank, das geht dann so hoch, da kann man keinen Zwinger drauf legen oder der Hund liegt die ganze Zeit schief. Und dementsprechend ist das beim i3 richtig gut. Ja, wir haben uns vorbereitet. Ich zeige das euch einfach mal. Also wir sind zwei Beamtenkinder. Das heißt, wir haben immer alles schön geplant. Es gab also ein Tourbuch. Es gab für jeden Tag eine Route. Und wir haben dann auch wirklich jeden Lader, der auf der Route war, rausgesucht, ne? Und aufgeschrieben. Wir sind, glaube ich, 5 Tage nach dem Routenbuch gefahren. Dann sind wir einfach so gefahren. Aber nun gut, wir haben es geplant. Und hier sieht man dann zum Beispiel auch das Höhenprofil und so, das ist eben auch wichtig. Ne? Dann gerade in Norwegen geht es ja doch viel hoch und runter. So, das mal so als Vorgeplänkel. Ich habe für euch die 3 wichtigsten Vor- und Nachteile zusammengefasst, die ihr für eine Urlaubsfahrt wissen müsst. Denn wenn man so ganz unvorbereitet losfährt, dann kann das auch schwierig werden. Bevor ich jetzt ins Detail gehe, vielleicht einfach mal so in den Raum gefragt, wer fährt denn schon Elektroauto? Dann kann ich so ein bisschen das Niveau anpassen. Oha, das wird sehr speziell. Nee, ist gut. Weiß, kann ich so ein bisschen einschätzen. Also, es ist ja so, deswegen habe ich gesagt, ich habe ein ungewöhnliches Fahrprofil. 95% aller E-Autofahrer, die laden eigentlich an bekannten Ladesäulen. Die fahren nicht irgendwo hin, wo sie nicht diese Ladesäule kennen. Und sogar 80%, da war ich wirklich überrascht, laden zu Hause. Und selbst ich, der ja wirklich sehr viel Langstrecke fährt, lade so 40% zu Hause. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Maingau Energie nur mal so als Hintergrund für eine Ladekarte so günstige Ladepreise bieten kann. Denn ich zahle ungefähr 1 bis 2 Euro pro Monat, wenn ich unterwegs bin, an Ladegebühren und 200 zu Hause. Deswegen können Sie eben halt diesen günstigen Preis machen, für euch einfach mal so als Hintergrund. Beim Reisen außerhalb, ich sag mal, des bekannten Bereichs tauchen eigentlich 3 Fragen auf. Und zwar: Wie ist die Reichweite auf der Langstrecke? Denn wenn ihr vorher einen Verbrenner gefahren seid oder einen fahrt, wisst ihr ja, je voller das Auto ist, desto mehr verbraucht man.
hat man vielleicht oben was auf dem Dach, dann ist das noch schlimmer. Und insofern kann man das nicht so richtig einschätzen, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt Langstrecke fahre, zum Beispiel Autobahn und schneller. Dann ist die Frage, welche Ladekarten braucht man? Das ist immer einfacher geworden, war früher schwieriger. Ich zeige euch, welche Ladekarten sinnvoll sind. Und wie kann man vor Ort laden? Also wir zum Beispiel, habt ihr gesehen, machen immer gerne Touren. Das heißt, wir fahren immer einen Tag, übernachten, fahren den nächsten Tag gleich weiter. Aber man kann ja zum Beispiel auch einfach mal einen Skiurlaub oder zum Ziel fahren und dann muss man immer da vor Ort laden. Und das ist sehr unterschiedlich. Da habe ich auch so ein paar Tricks, was man sagen sollte und was nicht, um da überhaupt laden zu können. Das haben wir dann alles auf der Fahrt auch erfahren. Ihr versteht mich auch gut, wenn ich in die Richtung spreche? Ja, okay. Ist gut. Sehr gut. Ja, das Problem bei der Reichweite ist eigentlich kein Reichweitenproblem, sondern es ist eher ein Zeitproblem. Ne? Denn es gibt so viele Steckdosen und wenn man das richtige Equipment hat, kann man überall laden. Also ich habe schon mit einem Reiseadapter in der französischen Schweiz über Schuko geladen mit einer mobilen Ladebox. Also es ist alles möglich. Ne? Nur die Zeit, denn da komme ich nochmal später drauf zurück. Es dauert deutlich länger, je nachdem, wo man lädt. Man kann es wirklich an jeder Haushaltssteckdose laden und das ist vielen erstmal nicht bewusst. Und das ist auch so ein Trick für die Praxis. Man sollte da gar nicht hingehen und sagen, ich möchte mein Elektroauto laden, sondern eben halt fragen, ob es eine Haushaltssteckdose gibt und man dann eben dort entsprechend laden kann und nicht diesen Eindruck vermitteln, ich brauche eine E-Auto-Ladesäule am Hotel oder was auch immer. Am Schnelllader habe ich mal so über die Elektroautos, ich gehe da nicht zu sehr ins Detail, denn Frank wird nachher nochmal genau ins Detail gehen, welche Elektroautos Sinn machen. 80%, wenn man das so laden möchte, dauert 30 bis 50 Minuten. Die 80% haben sich eingebürgert bei den meisten Autoherstellern, weil aufgrund der Ladekurve die Zeit bis 80% relativ überschaubar ist und danach dauert es nochmal fast genauso lange. Ihr könnt es euch vorstellen, ihr kippt ein Wasser in Glas. Ne, und je voller das Glas wird, desto langsamer müsst ihr kippen, damit nichts überläuft. Und so ist das mit dem Strom, der eingefüllt wird. Je länger man reinfüllt, desto langsamer wird es. Und deswegen lohnt sich das, gerade wenn man auf der Langstrecke fährt, nicht zu lange zu laden. Na, also die Profis, da hatte ich neulich ein Video gemacht, die laden nur 15 Minuten zum Beispiel. Bei meinem Tesla habe ich nur 15 Minuten höchste Ladekurve und damit komme ich dann 100 Kilometer weit. Dann fahre ich wieder 100 Kilometer, wieder 15 Minuten, bin ich schneller, als wenn ich ihm halt da zum Beispiel eine halbe Stunde dann stehe und nur für 150 Kilometer laden kann. Ich habe euch das mal so ein bisschen zusammengesammelt, denn eigentlich, als ich damals ein Elektroauto gekauft habe, wollte ich nur fahren. Und dann fing das an, wie kann man eigentlich laden, wie viel verbraucht man, was muss ich wissen. Und dann irgendwie so anderthalb Jahre später bin ich das wandelnde Lexikon geworden. Ist so ein Problem von mir, ich knie mich dann immer ziemlich rein in so ein Thema. Insofern habe ich dann natürlich auch mich damit beschäftigt, wie man laden kann. Und das Interessante ist, was ihr so für die Praxis wissen müsst, ist immer so diese Ampere-Geschichte, also sozusagen die Stromstärke. Denn hier kann man beim Elektroauto bzw. bei der mobilen Ladebox dann justieren. Also das heißt, wenn ich zum Campingplatz gehe, so wie jetzt oben am Schüttberg, frage ich, wie viel Ampere habt ihr beim Campingplatz? Die wissen das immer, weil die Wohnwagen dann entsprechend dort auch ihren Strom nutzen. Und die haben gesagt, 16 Ampere, dann weiß ich, kein Thema, kann ich laden. Und dann gucke ich eben halt, wenn es jetzt nur zum Beispiel 10 sind, dann habe ich noch meine Kühlbox, die braucht dann auch nochmal so ein Ampere. Und dann lade ich lieber mit 8, da habe ich ein bisschen Puffer. Ne? Sonst muss ich wieder zum Hausmeister, weil die Sicherung rausgelaufen, geflogen ist und das ist immer peinlich. Also insofern nehme ich da mal ein bisschen Puffer rein. Das heißt also, an einer normalen Haushaltssteckdose hier in Deutschland könnt ihr so ungefähr 2,3 kW laden. Der BMW i3, ich habe das einfach mal an einem Beispiel unserer Autos euch gezeigt, hat eine, habe ich eigentlich so einen Pointer? Das müsste ich mal, das bestimmt, ne? Das war nicht der Pointer. Oben in der Mitte. Oben in der Mitte. Ja, jetzt muss ich erstmal wahrscheinlich darauf. Ah ja, okay. Genau. Der BMW hat 29 Kilowattstunden Akku und das Tesla Model S 72,6. Das ist sozusagen die Arbeitsgröße, mit der ich fahren kann.
Und das Interessante ist, es gibt ganz wenige Hersteller, die hier sagen, was wirklich drin ist. Also zum Beispiel Hyundai macht das, die sagen beim Kona 64 Kilowattstunden, dann sind da 64 drin. Tesla sagt hier zum Beispiel 75, dann sind nur 72, 6 drin. BMW i3 macht es ganz kompliziert, die sagen 94 Amperestunden, dann muss er erst umrechnen. Also total nervig. Also ich hoffe, dass da irgendwie mal so eine einheitliche Geschichte kommt, wo es dann einfach heißt, nutzbar. So wie der Tankinhalt, das ist auch klar, da ist so viel Benzin drin. Und dann sagt man nicht, also die Außenhülle, die ist irgendwie so 45 Liter und 42 kommen noch raus. So, das einfach mal so als Grundlage. Dann muss man ausrechnen, wenn man zum Beispiel unterwegs laden will und das zum Beispiel über einen Campingplatz oder sowas macht, wie lange das dauert. Und ihr seht also, das Problem zu laden ist nicht vorhanden, es ist ein Zeitthema. Ne? Denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf 80% an einer Haushaltssteckdose laden will, brauche ich 10 Stunden rund, beim Tesla 25 Stunden. Das heißt, ich kenne jemanden aus dem Forum, der ist über Zentralasien gefahren, der hat dann teilweise seinen Tesla ans Landkabel da einfach so rangebastelt, ne? Und der ist immer so weit gefahren, wie der Akku gereicht hat. Dann hat er einen Tag Pause gemacht. Jetzt seht ihr warum, ne? 25 Stunden. Und er ist am übernächsten Tag weitergefahren. Kann man machen. Ne? Man muss es eben halt einfach nur wissen. Dann gibt es, wie gesagt, den Campingplatz Schnelllader. Hier ist da diese typische CEE 16 blau. Und an diesem Campingplatz wären wir fast gestrandet. Denn dann, es war so, wir kamen da an und haben den Campingplatz extra, das war so im nördlichen Teil von Schweden, gewählt, weil der Abstand zwischen den Schnellladern so groß war, dass wir es nicht geschafft hätten mit einer Akkuladung. Haben wir gesagt, okay, laden wir über Nacht. Kamen wir da halt so mit 20 Kilometer Rest an. Und dann sagte er, nee, ich habe keine Ladestation für Elektroautos. Und habe ich gesagt, boah, dann bleiben wir hier. Und dann meinte seine Mitarbeiterin so, ja, hör doch erstmal zu, worum es geht. Und das Ding ist, so ein Elektroauto lädt ja an der Haushaltssteckdose wie so ein Föhn im Prinzip. Also du kannst es so weit runter regeln, als ob du einen Föhn ganz normal betreibst. Und das wissen halt viele nicht. Die denken immer, ich brauche eine extra Ladestation. Braucht man ja nicht. Denn ich habe hier so einen Juice Booster. Das ist so eine mobile Ladestation, gibt es aber auch andere. Und mit der kann ich das alles regeln. Und dann habe ich hier innerhalb von 6 Stunden, also der war schon fertig, bevor wir überhaupt fertig waren mit Schlafen, geladen. Denn das ist der nächste Punkt. Man verschwendet keine Zeit mehr zum Tanken, sondern man lädt das Auto, wenn es rumsteht, man sowieso nicht nutzt. Ist auf Touren nicht immer so der Fall, aber man kann viele Sachen machen, um die Zeit zu nutzen. Komme ich auch nochmal drauf zurück. Wenn wir hier mit 8 Ampere laden, hier ist mir zum Beispiel die Sicherung rausgeflogen, das war noch am Anfang der Tour in Südschweden. Da haben wir mit dem Juice Booster über die Haushaltssteckdose in der Hütte geladen. In Schweden gibt es immer so Hütten, da muss man nicht das Zelt aufbauen. Und da habe ich dann mit 8 Ampere geladen und das war ein bisschen viel. Ich kann es runterregeln auf 6 Ampere. Da dauert das dann 12 Stunden. Aber wenn man nachmittags ankommt, nächsten Tag weiterfährt, ist das auch kein Thema. Mit dem Model S haben wir genau das Gleiche gemacht. Ladestation hatten wir, die mobile Ladestation. Hier seht ihr im Hintergrund vielleicht sogar noch den Twizy von Bandic. Den haben wir da in Südfrankreich besucht. Also dieses kleine Fahrzeug kann man also auch nutzen, um lange Strecken zu fahren. Bandic ist über 6000 Kilometer gefahren mit einer Reichweite von 80 Kilometern, hat dann 2,5 Stunden geladen nochmal und so weiter. Also es ist alles nur eine Frage, was man machen möchte. Wie lange dauert das denn? Hier mit dem Tester, da wären es eben halt schon 16 Stunden, wenn man über 16 Ampere lädt. Das Gute ist, man muss ja auch nicht immer vollladen. Ne? Hauptsache, man hat so viel, dass man weiterkommt oder man macht dann eben halt einen Tag Pause. Hier war das in der französischen Schweiz mit meinem Reiseadapter. Da konnte ich eben halt dann nur mit 6 Ampere laden und da kommen wir schon auf 2,5 Tage oder fast 3 Tage. Also hatte ich gedacht, toll, arbeite ich da mal in Ruhe und ich musste zwischendurch noch einiges machen. So ein malerischer Campingplatz direkt am Wasser. Ich setze mich dann dahin und fange an zu arbeiten und plötzlich ein Höllenlärm. Denn hinter diesen Glamping-Zeltern, kennt ihr Glamping? Das ist Luxus-Camping. Na, das sind diese großen Zelte, die sind super ausgestattet. Aber genau dahinter war eine Straße, die wurde gerade aufgerissen. Und hinter der Straße war die Bahnlinie und hinter der Bahnlinie war die Autobahn. Ja, wir sind dann, bevor der Akku voll war, am nächsten Tag voll losgefahren. Und insofern haben wir es da nicht geschafft.
Das zweite Problem sind die Ladekarten. Und das ist teilweise richtig nervig. Es gibt viele verschiedene Anbieter europaweit. Für die Nordkap-Tour haben wir zum Beispiel Clever genommen. Clever hat aber auch in Deutschland Stationen. Wir haben dann in Schweden auch viel mit Clever laden können, mit Fortum und Grönkontakt. Das sind sozusagen einheimische Ladekarten. Es gibt aber auch Karten, die alle abdecken. Das nennt man Roaming-Karten. Das ist so ähnlich wie mit Mobilfunk, dass man eben halt auch im Ausland mit seinem ganz normalen Handy telefonieren kann. Nachteil ist, das ist uns in Umeå passiert, man ist sozusagen wie so mit seinem normalen Telefonvertrag, wenn man nicht bei der Telekom ist, immer der Zweite, wenn irgendein Support ist. Es muss immer eine Verbindung aufgebaut werden zum Hauptserver und in Umeå stand die Verbindung nicht. Und dann standen wir dann halt in Umeå, kam nicht weiter. Da habe ich letztendlich da jemand aus der Verwaltung des örtlichen Energieversorgers aus dem Büro zitiert und die ist dann mit ihrem Chip gekommen und hat die Ladesäule gestartet, sodass wir weiterfahren können, sonst hätte ich heute diesen Vortrag wahrscheinlich nicht halten können. Also das ist immer so der Nachteil bei Plug Surfing und New Motion. Aber ansonsten funktioniert das ganz gut. Genau, diese Hauptservergeschichte. Das Laden vor Ort. Also wenn ihr im Hotel plant oder fahrt, ich achte mittlerweile immer darauf, dass ich dort eine Lademöglichkeit habe. Das ist für mich immer so ein bisschen das Problem. Man hat ja zum Beispiel ein Seminarhotel, dann gibt es da keine Ladestation, dann muss man in ein anderes Hotel, dann muss man von dem Hotel ins Seminarhotel. Insofern habe ich lange Zeit das nicht gemacht, bis ich fast in Karmen gestrandet bin. Denn Anfang Dezember letztes Jahr habe ich dann in Köln, da gibt es nicht so viele Hotels mit Ladestationen, 3 Tage das Auto auf dem Parkdeck stehen gelassen, so bei 0 Grad. Und dann wurde es relativ kalt, der Akku. Und dann bin ich gerade noch so bis Karmen gekommen. Und denn die Temperatur hat auch eine Auswirkung auf den Akku und dementsprechend hatte ich mich da ein bisschen verkalkuliert. Also insofern, ich buche nur noch Hotels mit Ladestationen. So, der Geheimtipp ist so Campingplatz. Wie gesagt, die kennen sich sowieso mit Strom aus von den Caravans. Und insofern gibt es da Tarife. Man muss dann genau fragen, wie viel das kostet. Und hier oben zum Beispiel 60 Cent die Kilowattstunde. Normal ist ja in Deutschland 30 Cent. Also sollte man sich, wenn möglich, auch erkundigen, was in dem Land so der normale Strompreis ist. Und dann nachverhandeln. Dann zum Beispiel bei dem anderen, wo wir fast gestrandet sind, der wollte dann umgerechnet 20 Euro haben für eine Ladung. Und ich habe ihn nachher dann auf 10 Euro runtergehandelt, denn 5 Euro hat ihn der Strom gekostet. Ne? Aber wenn man das nicht weiß. Der Tipp ist Schokoladen. Wie gesagt, wir machen das auch in den Ferienhäusern so. Also wenn ich nach Dänemark fahre, dann lade ich direkt am Ferienhaus und nehme da einfach den Schokoladen. Nochmal so Tipp, ich weiß nicht, ob Dänemark so euer Ziel ist. Da hat man zwar normal den Euro-Stecker, aber man braucht noch trotzdem extra Adapter, weil die Erde, also die Verbindung sozusagen nicht vorhanden ist und das aber nur auffällt, wenn du dein E-Auto laden willst. Also du kannst dein Handy laden, kannst alle, was weiß ich, CD-Player oder was von Hause, Laptop, alles nutzen, nur beim E-Auto hast du Probleme. So, was ich dann gemerkt habe, wenn ich sage, so nach dem Motto, ich möchte laden, dann haben die Leute Angst, dass die Sicherung rausfliegt, dass sie keine E-Auto-Ladestationen haben. Und die Angst kann man ihnen halt nehmen, wenn man fragt, ob es ihm halt eine Steckdose gibt und dann ihm halt erst im nächsten Satz sagt, dass man das E-Auto laden will und das ihm halt nicht mehr verbraucht als ein Föhn. Ich habe hier extra einen Föhn rausgesucht für euch. Ne? Hier guckt mal, 2100 Watt, also 2,1 Kilowatt. Wusste ich vorher auch nicht, wie viel die verbrauchen. Also insofern sagt er einfach, wir wollten einen Föhn anschließen, der einen Akku hat. Ja, die Lösung ist die Vorbereitung. Also wir haben die Routenplanung gemacht. Und, Kamera läuft noch oder? Ja, eine Minute noch. Okay, ich beeile mich. Und Vorbereitung ist die Routenplanung. Ihr müsst es nicht so genau machen wie wir. Wie gesagt, wir sind dann auch von der Planung abgewichen, aber es hat uns einfach beruhigt. Ne? Wenn da so eine 7000 Kilometer Tour vor einem liegt, dann denkt man so, Mist, wie wollen wir das denn jetzt machen? Und so wussten wir, was wir machen, auch wenn wir es dann anders gemacht haben. Dann haben wir die Ladenetzbetreiber kontaktiert. Also ich habe mir von Grönkontakt, von Fortum die Ladekarten besorgt. Ich habe auch nie so viel Ärger gehabt mit der Abrechnung wie dort, denn man konnte nicht eine Kreditkarte hinterlegen, sondern musste das überweisen.
Eine Auslandsüberweisung bedeutet, da fallen Gebühren an. Ich habe natürlich angekreuzt, Gebühren zahlt Empfänger. Ne? Warum soll ich die zahlen? Und dann hat der Empfänger die nicht gezahlt, also er hat die gezahlt und dann schickt er mir eine Rechnung über 5 Euro. So, und dann sollte ich das wieder überweisen. Und dann wären wir wahrscheinlich so bei 50 Cent gelandet und dann, ihr versteht es. Insofern war das ziemlich kompliziert. Das ist so der Nachteil, aber mittlerweile gibt es Kreditkarten und ich glaube, ich habe die so genervt, dass sie das jetzt umgestellt haben. Dann frage ich bei Hotels oder Pensionen immer vorhin an, ob ich da laden kann. Das löst immer viel Chaos aus, muss ich dazu sagen. Ne? Denn meist die an der Rezeption wissen das nicht. Dann wird der Techniker gefragt, der sagt, nee, geht nicht. Es ist so, jedes Hotel hat eine Ladestation, sie wissen es noch nicht. Ne? Das sind diese roten Starkstromsteckdosen. Und so habe ich zum Beispiel am Van der Valk Airport Hotel Düsseldorf, dann an dem Lieferanteneingang am CE 16, diesen roten. Sagst du eigentlich nachher irgendwas zu den Steckdosen, wie die aussehen und so? Nö, ne? Okay. Also so eine rote Steckdose geladen. Und das ist also kein Problem. Die hat jede Küche, ne? Also jedes Restaurant hat die. Insofern kann man eigentlich überall laden und auch relativ schnell. Welches sind die besten Reiseauto? Sage ich nur ganz kurz. Wie gesagt, Frank geht nachher noch näher auf die Autos ein. Aber ich dachte, das muss rein. Nee, denn das Entscheidende ist, und das habe ich auch bei meinem Test vom Jaguar I-Pace zum Beispiel gemerkt, man muss einfach gucken, wie das Verhältnis ist von der Akkugröße zu Ladeleistung und Verbrauch. Na, denn auf dem Papier sieht das immer toll aus. Wir hatten ja den NEFZ, da sahen die fantastisch aus, die Werte. Jetzt haben wir den WLTP, das ist der in der Praxis nähere, aber der ist immer noch ziemlich weit entfernt. Also es können durchaus 30-50% weniger Reichweite drin sein, als man denkt. Und dann werden Autos gerade so für die Langstrecke manchmal uninteressanter, die vorher sehr interessant sind für andere Einsatzgebiete. Also das heißt, man braucht sozusagen zu dem Gesamtkonzept passenden Verbrauch. Ich habe so für mich die Daumenregel Schnellladung 1:4. Was heißt das? Wenn ich jetzt 30 Minuten laden muss, möchte ich 2 Stunden fahren können. Wenn das anders ist, ne, zum Beispiel beim i3 auf der Autobahn, ist das Verhältnis eher so 1:2. Also ich kann eine halbe Stunde laden, fahre eine Stunde. Na, und das wird dann anstrengend, wenn man viele Kilometer fahren will. Und das ist entscheidend und das wissen viele Verkäufer auch nicht. Na, also ich habe zum Beispiel auch das falsche Auto gekauft. Ich habe den Tesla Model S 75 mit dem kleinen Akku. Der Verkäufer hat gesagt, ja, ich habe auch einen Kunden, der kommt mit dem X75 klar, das hat noch weniger Reichweite. Andere nehmen den 100er, das müssen sie selber entscheiden. Na, aber ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Also habe ich gesagt, 40.000 Euro weniger, den nehme ich. Ne? Und jetzt habe ich das Problem sozusagen. Dann ist ganz wichtig das Thermalmanagement. Also wir reden jetzt hier, auch wenn wir im Urlaub sind, nicht über irgendwelche Thermalanlagen, wo man sich dann erholt, sondern hier geht es um die Erholung des Akkus. Denn der Akku braucht Pflege. Ne, im Handy kennt ihr das, wenn der nicht gepflegt wird, dann hält er so 2-3 Jahre, dann ist er kaputt. Im Elektroauto ist das so, da wird er gehegt und gepflegt, immer so bei der optimalen Temperatur gehalten, aber nur mit dem Thermalmanagement. Wenn das nicht ist, überhitzt er. Und ihr wisst das, wenn es heiß ist, diesen Sommer war es ja wirklich sehr heiß, dann seid ihr richtig fertig, bringt nicht mehr die volle Leistung. So gibt es dann zum Beispiel Nissan Leaf 2, der dann nach den ersten 300 Kilometern schon sehr erschöpft ist und dann gerade nochmal so die Ladeleistung bringt und beim nächsten Mal sagt so, nee, ich brauche jetzt erstmal Zeit. Und deswegen ist das Thermalmanagement sehr wichtig und das sagen viele Autohersteller nicht, ob es bei diesem Auto, was euch zum Beispiel interessiert, gibt oder nicht. Vielleicht geht Frank da nochmal drauf ein, welche das haben. Oder ich will jetzt seinen Vortrag nicht vorwegnehmen, Entschuldigung, aber auch nicht zu tief reingehen. Du schreibst, was du alles sagen musst. Ja, genau. Ja. Ich dachte, er ist andersrum. Er hat erzählt alles, ich muss nachher weniger erzählen. Ach so, okay. Ja, kein Problem, ich kann auch noch ins Detail gehen. Nee, und was sind die besten Reiseautos? Ich meine, das wissen viele. Tesla Model S und X haben einfach die größte Reichweite und das Entscheidende ist das Supercharger-Netzwerk. Also wir sind sehr spontan nach Südfrankreich gefahren. Ich habe mich nicht erkundigt nach irgendeiner Ladekarte, weil ich einfach wusste, da liegen überall Supercharger, gut ist. Nach Norwegen, die Tour, die hat mehrere Wochen Vorbereitung gedauert und das ist der große Unterschied. Würde ich die Tour mit dem i3 fahren, dann wird das richtig schwierig, ne, weil ich dann die ganzen Ladekarten raussuchen müsste oder mich jemand auf Plug Surfing und New Motion dann verlassen muss. Für euch so ganz kurz als Tipp,
Ich habe ihn noch nicht gefahren, aber Björn Nyland ist ihn schon gefahren, den Kona. Der soll eine sehr hohe Reichweite haben, so um die 350 Kilometer, denke ich mal, auf der Autobahn. Der Ioniq, das ist eben halt so ein Reichweitenwunder. Er hat einen kleineren Akku als der i3, kommt aber weiter. Nämlich der kommt auf der Autobahn auch noch 200 Kilometer weit. Und der hat eben halt Schnellladung hier CCS mit 70 kW. Ne? Wenn ihr überlegt, vorhin 2,3 kW zu Hause an der Haushaltssteckdose, 35 mal so viel. Und die haben mal beide ein Thermalmanagement. Also das ist so wichtig, wenn man gerade auf der Langstrecke fährt, fordert man den Akku, denn Leistung abfordern deutet auch, dass der Akku eben halt wärmer wird, denn bei der Arbeit, so wie bei uns, entsteht Wärme. Was ein sehr großer Vorteil, da fange ich jetzt mal bei den 6 Vorteilen für E-Autos als Reisefahrzeug an, ist das Drehmoment. Na, also mit dem i3 hast du selbst vollgepackt in Norwegen kein Problem, die Serpentinen oder Berge hochzufahren. Mit dem Tesla sind wir über die Alpen gefahren, so die gängigen Pässe, da waren viele Motorradfahrer. Und auf der Geraden war es überhaupt gar kein Problem mit, ich habe den langsamsten Tesla, den es aktuell zu kaufen gibt, zu beschleunigen, sodass die Motorradfahrer nicht hinterherkamen. Also es waren Tourenmaschinen, es war jetzt nicht so eine Rennmaschine. Ne? Aber man hat immer halt die ganze Zeit das Drehmoment und das macht sehr viel Spaß, insbesondere weil man auch, wenn man runterfährt, rekuperiert. Das heißt, man muss nicht immer irgendwie einen Gang runterschalten, Motorbremse, wie man es in der Fahrschule gelernt hat, sondern man geht einfach vom Gas und gut ist. Ein weiterer Vorteil ist dieses ruhige Dahingleiten. Ne? Denn gerade wenn man im Urlaub unterwegs ist, will man ja viel sehen und sich in Ruhe umschauen. Und das ist so für mich ein ganz, ganz großer Vorteil, dass man einfach so, ja, schon fast so wie mit dem Fahrrad so die Umgebung viel besser wahrnehmen kann. Ne? Man hat keine Zugkraftunterbrechung, keine Vibrationen, Motorengeräusche. Das ist alles viel angenehmer und man hat immer die Leistung da. Was für mich so im Nachhinein gekommen ist, man hat eigentlich immer ein ähnliches Fahrverhalten. Ne? Also ich hatte bei meinem Opel Meriva das so, ich fand den immer sehr spritzig, wenn der Tank leer war, war der voll, wurde er schon lahmer. Und beim Elektroauto ist es egal, wie voll der Akku ist, der fährt immer gleich. Ne? Und gerade beim Elektroauto ist das Gewicht ja deutlich höher und dann fällt die Zuladung auch nicht mehr so ins Gewicht. Also ich merke das nicht groß, außer dass mein Gepäck nach hinten fliegt, wenn ich beschleunige und es nicht gesichert habe. Aber das Fahrverhalten ist relativ ähnlich. Also das ist nochmal so ein großer Vorteil, wenn man mit dem Elektroauto unterwegs ist. Dann haben wir viele Ladepausen als Ausflugsmöglichkeiten genutzt. Also meine Frau war zum Beispiel im Ausflugspark, während ich dann den Hund im Auto hüten durfte, ne, hat sich dann da 2,5 Stunden vergnügt, dann war das Auto voll und wir sind weitergefahren. Oder eben halt einfach, wenn man unterwegs ist, ne, kann man viele Sachen machen. Und das Gute ist, man kann auch häufig vor den Zielen parken kostenlos, gerade so wenn es jetzt zum Beispiel wie in Horb in der Innenstadt ist, sind die Parkplätze knapp und dann kann man da gleichzeitig laden. Beim Camping habe ich immer Strom dabei, ne, also ich brauche im Prinzip keinen Strom auf dem Campingplatz. Ich kann meine Kühlbox direkt am Auto anschließen. So einen großen Akku hat keiner. Ne? Also nur mal so als Relation. Wir verbrauchen zum Beispiel 9 Kilowattstunden pro Tag zu Hause mit allem Klimbim, also Herd, Geschirrspülmaschine und so weiter. Und ich habe 72 im Tesla. Also das heißt, ich könnte da locker eine Woche einfach meinen Haushalt aus dem Auto betreiben. Ne? Dann kann man teilweise mautfrei fahren. Also falls ihr irgendwie mal nach Skandinavien fahren wollt, erkundigt euch unbedingt. Ich habe da so eine kleine Box gekauft, also 20 Euro umgerechnet hat es gekostet, war allerdings auch Pfand. Und damit konnten wir mautfrei fahren. Wir haben nachher eine Abrechnung bekommen, die war 3 DIN A4 Seiten eng beschrieben, wo wir überall kostenlos durchgefahren sind. Denn das wird alles automatisch erfasst. Und die Bewilligung? Wie bist du weggekommen? Das war 2-3 Wochen, das ging relativ schnell. Also mit dieser Box. Nicht? Wir waren vorher schon öfter da und da hat es teilweise 2-3 Monate gedauert. Dann kommt die aus England über so einen Abrechner, der ihn abzocken will. Steht dann ganz groß, so viel müssen sie zahlen. Im Kleingedruckten steht, wenn sie aber bis innerhalb von 14 Tagen zahlen, dann nur ein Drittel. Also muss man auch aufpassen. Ja, ist ganz merkwürdig. Nee, aber hier konnte man überall mautfrei fahren, was so ein bisschen konfus ist. In manchen Städten darf man eine extra E-Auto-Spur nutzen, die Busspur oder was auch immer, da muss man sich erkundigen.
Haben wir aber auch nicht für alles gemacht. Dann habe ich noch drei Tipps für die Routenplanung. Und zwar gibt es hier einen A Better Route Planner. Das ist bisher eigentlich einer für Tesla gewesen. Aber sie fangen jetzt gerade an, für viele verschiedene anderen Autos das auch zu machen. Und insofern ist da jetzt schon der Opel Ampera E bzw. der Bolt, das ist ja der amerikanische Pendant, und der BMW i3 drin. Na, geht's noch? Ja. Ja. Im Going Electric Forum, falls ihr das noch nicht kennt, gibt es auch einen Routenplaner, der ist aber Beta. Das heißt, da muss man wirklich vorsichtig sein. Die Daten werden nicht immer sauber ausgegeben. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Und zwar ist das jetzt hier zum Beispiel meine Rücktour nach Kiel. Das Interessante ist, beim Elektroautofahren misst man ja die Reisezeit. Das ist die Fahrzeit zuzüglich Ladezeit. Und dementsprechend ist für mich entscheidend hier unten links die 9 Stunden. So lange wird das dauern. Ich werde hier übernachten, also das heißt, ist für mich kein Thema. Heute Abend fahre ich noch los, die 2 Stunden. Und das ist die reine Fahrzeit hier, die 7 Stunden 36 und die 1 Stunde 24 ist die Ladezeit mit meinem Tesla. Und ich kann ihm halt eingeben, wann ich wo, wie lange lade, um dann die Zeit auch zu beeinflussen. Und ihr seht, die Pausen sind relativ kurz. Also ich hoffe mal, dass ich hier mit mehr als 70% losfahre. Dann spare ich mir die 4 Minuten in Leonberg und lade dann erst im Schatzerwald. Und es ist meist nur kurz, 20 Minuten unterschätzt man auch. Also ich habe das öfter mal gemessen. Meist braucht man wirklich so eine Viertelstunde, wenn man vom Auto zur Toilette und zurückläuft, ohne was zu machen. Also insofern ist gar nicht so lange die Wartezeit, die man extra hat. Mal sehen, vielleicht habe ich mal Zeit. Ich habe es aufgrund der kurzen Ladezeit nicht geschafft. Ich wollte mal gucken, wie lange man eigentlich braucht, um ein Auto zu betanken mit Sprit. Weil es immer heißt 5 Minuten. Ich glaube nicht daran, dass das 5 Minuten sind, denn die steht man manchmal schon mal an der Kasse an, weil jemand vor einem ist. Ne? Also insofern mal gucken. Welche Referenzgeschwindigkeit hast du eingegeben? 150? Ja. Ja, ich kalkuliere das immer hier so unten. Hier kann man ja sehen, den Verbrauch. Ich habe über fast 30.000 jetzt 20,1 Kilowattstunden Verbrauch. Und ich fahre, wie gesagt, nur Langstrecke, also immer so um die 130. Und komme dann entsprechend auf den Verbrauch. Ja, so sieht der Routenplaner aus für andere Autos. Hier kann man dann die Autos über Optionen auswählen, einfach das Auto auswählen und dann mal berechnen lassen. Wir rechnen darüber dann für den i3 zum Beispiel immer die Ladestationen aus, nur um einfach die Ladestationen zu bekommen. Das Problem beim öffentlichen Ladenetzwerk ist eben halt im Vergleich zu Tesla, da weiß ich, das funktioniert zu 99,9%. Also ich habe ungefähr jetzt so 150 Mal geladen bei Tesla am Supercharger und hatte einmal einen Stecker, der kaputt war. Sonst hat es immer geklappt. Bei der letzten Tour mit dem i3 bin ich 300 Kilometer gefahren und hatte schon gleich am zweiten Lader das Problem, dass die Verbindung zum Hauptserver wieder nicht stand. Also insofern, das weiß man immer nicht, deswegen haben wir immer diese Alternativen. Ich hatte es ja euch gezeigt, dass wir wirklich alle Ladestationen rausgesucht haben. In Deutschland ist es immer so, das sind noch relativ groß die Abstände, so 20, 30 Kilometer mindestens. Und dementsprechend muss man immer dann noch nach Alternativen suchen. 3 Tipps für die Routenplanung. Vorteile für E-Autos im Ziel- oder Transitland. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Eben die Mautfreiheit und Parkgebührenfreiheit. Da kann man wirklich viel sparen. Also ich denke mal, wir haben bestimmt in Skandinavien so 200-300 Euro, denke ich mal, gespart. Denn selbst zum Nordkap, das ist sündhaft teuer, da die letzten Kilometer kommt man da kostenlos rein. Das ist also schon ein großer Vorteil. Zeitlich passt das mit dem Fazit sehr gut. Mein Fazit. Also auch lange Touren sind möglich. Dann braucht man wirklich keine Angst vorzuhaben. Man braucht, das muss man wirklich sagen, noch mehr Vorbereitung. Man muss nicht so viel vorbereiten, wie wir das vielleicht gemacht haben, aber man muss sich schon ein bisschen vorbereiten. Das ist so, muss man einfach aktuell noch mit leben. Beim Tesla ist es zum Beispiel so, du gibst einfach das Ziel ein und dann wird alles ausgerechnet. Das geht relativ einfach. Beim i3 gibst du das Ziel ein und dann zeigt er dir die nächsten 10 gelegenen Ladestationen an. Bringt aber nichts, du hast ja einen vollen Akku. Warum soll ich jetzt an den nächsten 10 laden? Ich möchte nach 100, 150 Kilometer wissen, wie sieht es aus. Also es ist immer noch ein bisschen schwieriger aktuell. Es gibt einige Nachteile, aber auch viele Vorteile.
Gerade im Urlaub ist mir aufgefallen, also wenn ich jetzt nicht so auf Zeit fahre, dass es überhaupt gar kein Problem ist mit den Ladepausen. Da ist wirklich der Weg das Ziel und nicht ein bestimmter Zeitpunkt, um dort anzukommen. Und du hast einen viel größeren Erlebniswert mit dem Elektroauto als mit einem Auto mit Verbrennungsmotor. Ist, denke ich mal, so ähnlich, mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, wie mit dem Oldtimer. Ne? Da wird man auch immer angesprochen und hat immer einfach einen Sympathiefaktor mit dabei. Und wir haben nur Positives mit dem Elektroauto erlebt, wenn wir unterwegs waren, und insofern durchaus empfehlenswert. Ja, dann zum Schluss, gute Fahrt. Ich konnte euch ein bisschen inspirieren, Mut machen für die Fahrten. Wie gesagt, Camping muss man natürlich mögen, aber es ist eine gute Möglichkeit mit dem Elektroauto. Ich habe unter anderem, das hatte Jerome ja auch gesagt, einen YouTube-Kanal. Da gibt es dreimal die Woche Nachrichten. Ah, genau, Jerome, wir haben gerade von dir gesprochen. Und rechtzeitig. Und mir ist immer halt der Praxisbezug wichtig. Also das heißt, am Sonntag, also eigentlich, ne, heute hatte ich Probleme mit der Internetleitung. Insofern gibt es keine Nachrichten, da gibt es Praxisberichte. Und zusätzlich habe ich auch noch einen Blog, E-Mobility to Tame. Dort werden dann auch die Videos noch veröffentlicht und weitere Artikel. Aber hauptsächlich mache ich YouTube. Ihr könnt euch vorstellen, 4 Videos die Woche. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit zum Schreiben, weil ich es halt nebenberuflich sozusagen mache und nicht hauptberuflich. So sieht mein YouTube-Kanal aus. Einfach mal so, dass ihr euch das anschauen könnt. Und das war dann auch schon das Ende, beziehungsweise der Anfang für Fragen. Denn ich habe ja noch 10 Minuten Zeit. Insofern, gerne. Sie sagten vorhin, als ich einen Berg runter, kann das Auto rechargen, dass also wieder Energie zurückgeführt wird in die Batterie? Genau. Also es hängt davon ab, wie voll die Batterie ist. Und wenn die voll ist, geht nichts mehr rein. Das merkt man dann auch wirklich. Dann rollt das Auto wie im Neutral. Aber ansonsten kann man einen Großteil der Energie wieder zurückgewinnen. Bei uns, beim Tesla war es zum Beispiel so, da sind wir viele Berge gefahren, da kann man das auch sehr gut im Display sehen. Da haben wir beim Rauffahren deutlich mehr verbraucht, als er kalkuliert hat, weil wir halt schwer waren. Das hat er nicht mit einkalkuliert. Und beim Runterfahren deutlich mehr gewonnen. Da sieht man dann also durchaus, dass der Akkufüllstand, nennt man State of Charge, ansteigt. Und also bist du oben mit 60% und unten mit 70%. Also du kannst wirklich Energie zurückgewinnen und dadurch Reichweite bekommen. Kann man dazu sagen, wenn ich über den Schwarzwald rüberfahre und oben am obersten Punkt bin, dann fahre ich runter und rekuperiere, dann komme ich unten am Schwarzwald an und dann nutze ich den Strom, den ich ja gerade produziert habe, und komme damit bis zur Autobahn, das sind ungefähr 20, 25 Kilometer, und dann bin ich wieder an dem gleichen Stand, wie ich vorher oben war. Also ich bin dann 35, 40 Kilometer gefahren, ohne noch irgendwas zu verbrauchen. Das Tesla war nicht, was nur Stationen kostenlos sind? Ja, also das ist bis nächste Woche so. Dann nicht mehr, ja. Ich blende gleich noch meinen Empfehlungslink ein. Nee, also es ist im Moment so, dass man, wenn man über einen Empfehlungslink, also jemand, der einen Tesla schon gekauft hat, kauft, noch kostenlos Supercharger-Nutzung hat für das Auto, was man gekauft hat. Also es ist sozusagen, solange man das Auto fährt. Na, vielleicht für euch einfach mal so, wie viel Geld spart man? Ich habe letztes Jahr 800 Euro gespart bei ungefähr 20.000 Kilometer, die ich gefahren bin. Also es ist schon eine Menge. Im Durchschnitt kostet das so 27 Cent die Kilowattstunde Strom bei Tesla, denn Tesla sagt, sie wollen so ungefähr auf dem Niveau des jeweiligen Landes Strompreis sein. Also insofern ist das abhängig davon. Aber es gibt, das hatte ich ja vorhin auch angesprochen, Maingau Energie, ne, da zahle ich zum Beispiel ab 1 Cent pro Kilowattstunde. Es gibt also auch Alternativen. Bei den Vorteilen sollte ich vielleicht noch erwähnen, wenn man mit dem Verbrenner irgendwo in den Stau kommt, Ja. Ja. Ja, stimmt, das ist auch noch so zum Thema Rekuperation. Ne? Also mit dem i3 haben wir im Alltag so 200 Kilometer Reichweite, fahre ich in der Stadt Stop and Go 300. Na, also dadurch, dass man einen Großteil der Energie, die man braucht, um zu beschleunigen, wieder zurückgewinnt, ist Stop and Go das Beste, was dir passieren kann. Und dein Auto ist sowieso immer an. Also das ist auch noch ein Vorteil, stimmt, hätte ich auch noch mit reinnehmen können.
man hat diese Standheizung und Klimaanlage immer dabei. Also das heißt, jetzt unten wird mein Auto gerade die ganze Zeit auf 22 Grad gekühlt, weil meine Kühlbox angeschaltet ist. Ich habe da so, nennt sich Camping-Mode, an und insofern hast du im Winter oder im Sommer immer die Temperatur, die du haben willst im Auto, ohne dass dem halt so eine Diesel- oder Benzinstandheizung da rumrührt und hantiert und irgendwas verbraucht. Ne? Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Du hattest vorhin bei den Reisefahrzeugen gesagt, der Hyundai Kona, der hast du ja in Klammer gestellt, bezüglich des Verbrauchs, aber beim Kona ist es so, in den technischen Daten, der CV wird von 2,9, das ist also eine Schrankwand, der ist nicht als Reisewagen, meiner Ansicht nach geeignet. Und die Daten habe ich bei Hyundai, bei Hyundai selber gelesen. Ja. Ja. Ja, klar. Ja, wenn du 60 fährst, wird es kein Problem sein. Aber dann machen wir ja die E-Cannonball. Ja, vielleicht ist da einer mit dabei, ein Kona. Ne? Also deswegen heißt es auch in Klammern geschrieben. Ne? Denn wir kennen nur die Verbrauchsfahrten von Björn Nyland, der ja da in Norwegen unterwegs ist mit maximal 110 oder so. Und dementsprechend Klammern. Also du kannst es ja zum Glück ausrechnen. Ich muss immer auf Michaels Rechnung zum CW-Wert zurückgreifen. Hast du mit, ja? Denn ich kann das immer nicht ausrechnen. Ich bin ja einfach nur ein E-Autofahrer. Seid ihr in Norwegen mit der Fähre mal gefahren? Ja, wir sind ein paar Mal mit der Fähre gefahren. Aber das heißt, das ist auch kostenlos seit der E-Autos? Ja, war leider nicht. Ja, also bei uns leider nicht. Also wir sind zweimal mit der Fähre gefahren, mussten zweimal voll zahlen. Ich habe immer meinen EV-Fahrer-Grinsen aufgesetzt, aber hat nichts gebracht. Aber da kann man dann auch das Geld reinstecken? Ja, aber also in Norwegen zum Beispiel, wir sind jetzt nicht die lange Strecke irgendwie über die Ostsee gefahren, sondern einfach nur über den Fjord und dann so für ein paar Minuten bringt das nichts. Es ist unterschiedlich. Ne? Also wenn man länger auf der Fähre unterwegs ist, ne, das ist eben halt auch so ein Punkt, das muss man beachten. Zum Beispiel ist jetzt ein Tesla-Fahrer nach Jordanien gefahren. Und es ist so beim Tesla, der hat so einen genannten Vampireffekt, das heißt, der Akku entlädt sich mit der Zeit, weil Tesla die ganze Zeit fragt, und wie geht's dir, was gibt's Neues? Also werden immer Daten abgerufen und dadurch hat er ungefähr 1% Verluste vom Akkufüllstand. Kannst du ja ausrechnen, 100 Tage ist dann irgendwann die Batterie zu Ende. Und wenn du ihm halt eine längere Fahrt machst auf der Fähre oder noch Zoll hast, ne, also der hatte dann das Glück, dass beim Zoll jemand das Auto angeschlossen hat, sonst wäre wahrscheinlich der Akku leer gewesen und das ist nicht gut. Aber auf der Fähre zum Beispiel hast du auch Starkstromsteckdosen, ne, die CE16 oder sowas ist relativ häufig. Nee, machen sie nicht gerne, aber rein theoretisch wäre es da. Gibt es noch weitere Fragen? Reiseideen oder so. Ja. Wo könnten wir hinfahren? Ach, genau mal die mit dem i3. Ja. Schön. Und es war jetzt schön, dass du das erklärt hast, meine Begleiterin, das ist sehr sorglos an. Sehr gut. Ja. Ja, die Normandie ist ja auch von hier aus, denn ungefähr, ne, denke ich mal, so 500, 600 Kilometer oder wie viel sind das? Ja, ein bisschen mehr. 700, 800? Ja, ja, stimmt, geht sehr weit nach Westen. Ja. Ja, ja, um Paris fahrt ihr dann aber rum, ne? Ja. Sonst braucht ihr ja diese blaue Parkette. Die Geschichte, die eigentlich kommt man nach Paris, weil es problemlos wie CCS nur an der Autobahn. Ja. Und die Nationalstraße, da ist es halt echte Herausforderung. Da gibt es so 150, 180 Kilometer Abstand. Und wenn der aber nicht funktioniert und die haben halt nur einen, dann hast du 2-3 Stunden extra. Zeitfrage nur, alles ja. Gemütlich. Ja, ja. Oder jetzt meine Herausforderung, wo ich gerade ein bisschen plane bin, habe ich A über Luxemburg und Belgien, A denen, das ist noch eine Herausforderung, da kitzelt es ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen gut findet. Ja, also es kommt einfach mit der Zeit, ne? Also nach dieser Tour da von Leppäjärvi nach Alta waren wir dann auch ganz entspannt. Ne? Also, denn das Tolle ist, man kann den Verbrauch extrem reduzieren durch die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich merke, die Reichweite reicht nicht, dann gehe ich mit der Geschwindigkeit runter und dann habe ich deutlich weniger Verbrauch. Ne? Das merkt man beim Elektroauto eben halt so deutlich, weil der Motor sehr effizient ist. Nun, der Verbrenner versteckt das eben halt in seiner Ineffizienz, dass er viel mehr verbraucht, wenn man schnell fährt.
Und deswegen, also unsere Herausforderung ist jetzt, wir fahren nach Afrika mit dem Model S und Dachzelt. Dann müssen wir erstmal sehen, wie viel wir verbrauchen mit dem Zelt oben drauf. Also es ist extra ein flaches Zelt. Aber trotzdem werden wir dann mal schauen. Denn das merkt man dann auch deutlicher, ne? Als wenn ich jetzt mit dem Verbrenner fahre. Da kann ich 130, 150 fahren und der Verbrauch geht vielleicht um 1-2 Liter hoch. Ne? Gut. Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich. Danke. Danke. Applaus, das war ein toller Vortrag. Ich habe den sehr genossen. Beziehungsweise werde ihn genießen auf deinem Kanal, wenn du den da veröffentlichst. Ich bin nicht mit leeren Händen gekommen. Die Stadt Haupt hat mich beauftragt, dir ein kleines Geschenk zu überreichen. Oh, und zwar zwei Weine, einen Weißwein und einen Rotwein. Mhm. Und zwar ganz besondere Weine. Das eine ist, heißt Veit Stoß. Der war Bildhauer, kam aus Haupt. Mhm. Den kennt jetzt vielleicht nicht jeder. Der andere, der Rotwein, ist ein Martin Gerbert Rotwein. Martin Gerbert hat hier gelebt in Horb von 1720 bis 1793. Den wird jetzt auch keiner kennen. Aber, Uwe, den wirst du vielleicht kennen, das Bier wirst du vielleicht kennen, nämlich Rothaus. Kennst du das? Rothausbier ist ja ein sehr bekanntes Bier hier im Schwarzwald. Er hat es gegründet. Wusste ich auch nicht bis vor zwei Tagen. Das ist für dich mit einem herzlichen Dank der Stadt Horb und natürlich von mir. So. Ja, danke.